Hallo meine Lieben, heute gibt es mein Currently Reading für den Februar 2019 für euch. Und zwar habe ich mein 19 für 2019 Buch angefangen, Weiberabend. Wie ihr seht, ich bin auch schon ein ziemliches Stück vorangekommen. Ich bin jetzt auf Seite 151 und das Buch hat 300 irgendwas. 378 Seiten. Und ja, es ist vom Schreibstil her finde ich es ein bisschen schwierig. Also ich komme da jetzt nicht so mit klar mit Sätzen, die über mehrere Zeilen gehen und das irritiert mich ein bisschen. Aber so vom Thema her ist es eigentlich ganz interessant und auch ein bisschen lustig. Ja. Also am Anfang haben wir halt so eine Art Steckbrief über mehrere Seiten von allen, die dann bei der Pyjama-Party halt mitmachen. Also so, wie alt sie sind, was sie halt machen und wie viele Kinder sie haben. Und dann sind die Kinder noch aufgezählt mit Namen und Alter und also drum und dran. Und aber halt auch die Spitznamen. Und in dem ganzen Text kommen halt immer nur diese Spitznamen vor. Und ja, und es ist halt wie ein ganz normaler Abend halt. Sie treffen sich bei jemanden, halt bei der einen Freundin, die bei ihren Schwiegereltern gerade ist, wo sie aber das Haus alleine zur Verfügung hat. Das heißt ohne Kinder und ohne Mann. Und da kommen halt dann alle so nach und nach dazu. Und dann wird halt so ein bisschen erklärt, was sie gerade kochen. Und ja. Und dann erzählt die eine halt so, dass sie halt gerne kocht und dann wird halt über das Essverhalten der Freundinnen, sage ich jetzt mal, hergezogen und ja, und dann geht's halt weiter, der Abend, und dann gehen sie halt alle ins Wohnzimmer und nehmen erstmal einen Trink und kleine Häppchen zu sich. Und dann kommen halt wieder so Hintergrundstories und das geht halt die ganze Zeit so ab, aber halt hauptsächlich ist es halt da, die treffen sich halt an dem Haus und genießen halt den Abend beieinander zu sein und halt mal ohne Kind und ohne Mann zu sein, aber sie reden halt die ganze Zeit über Kinder und Männer. Und ja, also ich finde es eigentlich, ja, es geht eigentlich. Also ich finde es jetzt nicht so gut und da schreibst du es jetzt auch nicht wirklich meins, aber ich werde es definitiv dieses Jahr beenden und lesen. Ich bin ja schon immerhin auf Seite 151. Aber das Problem ist, ich lese halt dann immer ein Kapitel und ich habe ja eigentlich immer so Leseabschnitte alle 3 Kapitel. Und dann lese ich halt eins und dann bin ich meist so müde, dass ich dann einschlafe. Oder ich schaffe nicht mal ein komplettes Kapitel. Aber ich nehme es mir auf jeden Fall ganz fest, vor allen Dingen jetzt über die nächste Zeit vor, es auf jeden Fall weiterzulesen. Ob ich es jetzt als erstes beende oder gar nicht oder halt oder erst als nächstes oder muss ich halt gucken. Auf jeden Fall habe ich noch eins angefangen und zwar ist es von Sabine Niedermeyer, die Beschützerin der Erde. Und oh mein Gott, der Schreibstil ist wieder so packend und fesselnd und ich habe wirklich nur kurz angelesen und bin bis Seite 88 gekommen. Und das Büchlein hat leider nur 159 Seiten. Also, nee, Quatsch. Noch Kapitel 7. 162 Seiten. Aber ich bin schon so gut wie durch. Und ja, also man fliegt förmlich so übers Kapitel. Und ich wollte eigentlich nur die ersten 3 Kapitel anlesen. Ja, und jetzt bin ich irgendwie mitten im Kapitel 4 oder so. Oder 5. Nee, mitten im Kapitel 3 bin ich. Ja, okay. Auf jeden Fall ist es nicht mehr viel bis zu Kapitel 4, nämlich bis zur Seite 107. Und da habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, ja, da lese ich einfach, wie es mich gerade packt. Und ich bin mir sicher, dass ich das, glaube ich, mit als erstes beenden werde, weil es ist wirklich sehr gut. Und es ist ja auch so ein bisschen Fantasy angehaucht, würde ich jetzt mal so behaupten.
Dann noch angefangen, eigentlich nur mal kurz angelesen. Bis auf Seite 31 ist die zauberhafte Rosalie von Alexandra Schumann. Und das ist wieder so eine dramatische Liebesgeschichte und gefällt mir sehr, sehr gut. Schreibstil gefällt mir auch wieder. Bin vollgepackt und gefesselt. Sind auch kurze Kapitel, was es auch wieder einfacher macht zum Lesen. Und es ist auch in mehr, also in zwei Perspektivwechseln von Susanna und Stefan. Nee, doch. Stefan und Susanne oder Susanna. Oder wie heißt sie? Susanna, genau. Und ja, eigentlich richtig toll. Gefällt mir. Man fliegt da auch so förmlich über die Seiten. Was ich natürlich noch anfangen will, ist natürlich noch Dragon Fortune von der lieben Niki. Und das ist ja der erste Band. Der ist bis jetzt auch nur erschienen. Und ja, ich habe ja schon ihre Fuchsreihe, bin ich ja auf dem aktuellen Stand sozusagen. Dann habe ich ja auch ihre Drachenreihe, Noelle und Noelle, habe ich ja auch auf dem aktuellen Stand. Und jetzt fehlt mir ja nur noch ihre Herbstprinzessin-Reihe und diese Rock and Love Me-Reihe. Aber alles mit der Zeit. Hier habe ich ja, sage ich jetzt mal, nur eins Büchlein. Und das werde ich mir natürlich zu Gemüte führen und es irgendwann, ja, mal gucken, wann ich es anfange. Ob ich es auch noch mit zwischendrin anfange oder erst danach, weiß ich noch nicht. Das entscheide ich dann spontan. Was ich natürlich auch noch von ihr lesen will, ist der 12. Band Fuchszwielicht von ihrer Fuchsreihe. Da bin ich natürlich auch schon gespannt, wie es weitergeht, weil das natürlich wieder so packend geendet hat. Und diese Fuchsreihe gibt es natürlich auch als Sammelbändchen. Also da ist der erste Sammelband ist 1 bis 9 und der zweite geht natürlich dann weiter. Und ja, aber ich finde diese einzelnen Cover finde ich viel hübscher, deswegen habe ich die kleinen Büchlein. Und sobald der 13. natürlich da als Print erscheint, weil den gibt es ja schon als E-Book, den 13., werde ich mir den natürlich dann auch noch holen, den 13. Aber sonst fehlt mir von Niki ihren Büchern gar nichts mehr. Von Sabine habe ich dann soweit auch alles gelesen, was ich hier rumstehen habe und von Alexandra auch. Also passt soweit. Und ja, ihr seht, es sind viele kleine, dünne Büchlein mit dabei. Von daher wird das ein sehr interessantes Wochenende. Mal gucken, wie weit ich komme. Vielleicht kann ich ja das ein oder andere schon beenden. Weil ich glaube, erst wenn ich eins beendet habe, fange ich dann so ein dünnes Büchlein an, würde ich behaupten. Und ja. So ein dünnes Büchlein hat man ja an einem Tag durch. Von daher müsste es passen. Okay, meine Lieben, das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Video.